Einen wunderschönen guten Tag aus meinem Atelier. Ich bin Albina Dvorzes, freischaffende Künstlerin aus Hannover. Und heute möchte ich mit euch eine Orchidee zeichnen und dann mit Aquarellstiften anmalen und so Schritt für Schritt zeigen, wie der Aufbau von dieser fantastischen Blume funktioniert und wie wir diese Drängen schaffen. Meine Orchidee hat hier noch schon keine Knospen. Aber ich wollte das nur einmal zeigen. Ich meine, jeder hat Orchidee gesehen. Das ist wunderschöne Blüte, besteht aus 5 Blättern und sieht so ein bisschen wie Schmetterling aus. Und wir werden das jetzt einfach alles Schritt für Schritt zeichnen. Ich bin gespannt auf eure Bilder, auf eure Kommentare. Ich habe schon mehrere Bilder zum Thema Blumen mit Aquarellstiftzeichen gemacht und würde mich sehr freuen, wenn Sie eins oder andere Bild mir schicken. Und sonst können Sie mich bei Instagram und bei Facebook folgen, Dara Kunstschule. Und wenn es euch meine Video gefällt, abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal. Und dann kriegen Sie die neuesten Videos dann schneller als alle anderen. Also, wie fange ich an? Ich habe jetzt Aquarellpapier, ich habe ein einfaches Bleistift und Radiergummi. Und dann ist es mir wichtig, dass wir zuerst mit einer einfachen sozusagen Sache anfangen, mit Komposition. Die Orchidee, die Blumen von Orchidee, die wachsen auf solchen Bogen. Und das ist natürlich wichtig, dass wir so diese, das ist so ein bisschen so wie Regenbogen hier. Das ist so der Bogen, der Stiel. Und der hat auch bestimmte Dicke. Und so fangen wir an, dass wir einfach erstmal anordnen, okay, wo kommen meine Blüten? Ja, das ist erstmal Stiel. Wenn ihr mehrere Stiele machen wollt, könnt ihr das auch machen. Heute mache ich nur 3 Blüten und vielleicht eine Knospe, damit man einfach die Struktur von und Aufbau von Orchidee sozusagen sieht, wie das gebaut, wie fangen wir an und was muss man sozusagen, ja, auf was muss man achten, wenn man eine Orchidee zeichnet. Ich fange immer mit einfachen Formen, das heißt, so die erste Blüte, die wird ungefähr hier sitzen. Ja, das ist das so die erste. Hier, wie gesagt, habe ich meinen Stiel. Die zweite Blüte, die ist so, ich zeichne übrigens immer alle Blüten von Natur, weil ich finde, das empfehle das euch auch. Dann habt ihr richtig eine sofort Verbindung zu der Blüte und das ist immer sehr faszinierend. Und hier mache ich am Ende, zeichne ich eine Blüte, da geht dann so der Stiel sozusagen weiter. Und da können wir die Ende vom Stiel sozusagen eindeuten. Und hier kommt eine Blüte, die so ein bisschen gedreht ist. Und dann, wenn eine Blüte ein bisschen gedreht ist, dann sollten wir, hier sehen Sie das Kreis, hier ist ein bisschen gedreht, das ist schon so ein bisschen oval. Und da machen wir sozusagen noch mehr Drehung. Da machen wir da noch mehr von diesem Oval, ja. Wichtig ist, dass wir alle sozusagen die Höhen von Blätter, von den Blüten bleiben gleich. Dann sieht ihr, dass es hier habe ich dieses Oval ein bisschen zu klein gemacht. Der sollte auch ein wenig größer sein. Also alle Blüten sind ungefähr gleich groß. Deswegen sollten wir alle überall die Höhe müsste passen. Eins, so von oben nach unten die gleiche Höhe. Ja? So, und jetzt, wie fange ich jetzt an? Die Orchidee besteht, wie gesagt, aus 5 Blättern und in die Mitte, dann können wir so wie ein Kreuz machen. In die Mitte haben wir auch sehr interessante Struktur. Das ist ungefähr, lassen wir so ein Kreis. Da kommt so auch so wie kleine Schmetterling, das ist so wie 2 Hände, die dann sich so umdrehen und rauskommt so eine Zunge, ja. Und erstmal machen wir einfach in die Mitte einen Kreis, ja. Und dann von dieser Mitte von der Kreis, da wachsen alle 5 Blätter. Und bei Orchidee ist das so die Struktur, kann man sagen, wie Mercedes zeichnen. Dann haben wir ein Blatt geht nach oben,
Ein Blatt geht sozusagen zur Seite. Das ist so drei Blätter, die diese Struktur haben, ja. Und wie gesagt, alle wachsen von dieser Mitte. Und dann machen wir dann hier von schmal zu diesem Punkt. Da gehen so zwei schmale sozusagen. Das ist praktisch überall, ja. Das ist dann so wie dieses Sternchen, dieses Mercedes-Stern sozusagen. Das ist dann so drei links und rechts so sozusagen Eröffnungen. Und dann zeichnen wir die Blätter nach oben. Sind sie so ein bisschen breiter, sozusagen zu der Mitte. So, da sind so drei Blätter, die hinten liegen. Und obere Kante, die ist so ein bisschen hier, die Orchidee, die ich habe, das ist so leicht abgerundet. Natürlich gibt es auch verschiedene Sorten von Orchideen, verschiedenen Farben. Ich liebe weiße und Orchideen und ich bleibe bei weiß. Und ihr könnt natürlich andere angucken, mit anderen Farben einmalen. Wie gesagt, mir geht in der ersten Linie, wie zeichne ich eine Orchidee? So, und dann ist das hier immer, sage ich so, wenn ich in meiner Malschule unterrichte, wir sollten immer von groß zu klein anfangen. Und schaut ihr mal, alle diese drei Blätter, wenn ihr Orchidee einschaut, die haben praktisch die gleiche Form, ja. Es kann sein, dass die unteren Blätter so ein bisschen schmaler sind, so ein bisschen hier spitziger. Und der obere Blatt ein bisschen breiter. Mache ich jetzt hier auch so, weil ich sehe gerade, die zwei sind, untere sind ein bisschen schmaler, ein bisschen spitziger und obere ist ein bisschen breiter. So, und wie ihr seht, das entsteht wirklich, das ist alles sehr einfach. Wie gesagt, die Mitte ist wichtig, diese Richtung ist wichtig, wie die Blätter wachsen. Und dann, wir haben das diese Kreuz gemacht, die zwei mittlere Blätter, die wachsen wirklich, das ist so ein bisschen auch wie eine Sternstruktur, redet man über die Struktur von Orchidee. Dann diese zwei Blätter, die liegen oben drauf. Und so geht es auch von der Mitte, aber ich mache das hier so, die Mitte ein bisschen heller, sozusagen radiere ich ein bisschen weg, damit wir, ups, mein Radiergummi ist ein bisschen so, damit wir die anderen Blätter einfach oben drauf liegen können. Ja, das ist jetzt, damit ihr das seht, das war unsere Zeichnung. Sollte nicht so intensiv bleiben. Und dann machen wir die anderen Blätter, so links und rechts, die liegen oben drauf, die kommen praktisch auf diese Blätter drauf, links und rechts. Sie fangen auch sozusagen, die sind ein bisschen größere, ein bisschen breitere Blätter. Und die Struktur geht so, ich habe schon gesagt, das ist so wie ein Schmetterling, das ist hier so wie Dreieck. Machen wir auch gleich zweite Seite, das ist dann einfacher. Das ist so ein bisschen, wie ihr seht, diese zwei Blätter liegen oben drauf. Und die gehen wirklich in die Breite, ja? Dann haben wir dann so die Breite und dann kommen sie dann hier so hoch. Dann hat man dann und natürlich unten auch so eine Abrundung, ja? Und dann geht es dann zur Seite, ja? Und das ist unsere vereinfachte praktisch Zeichnung von der Orchidee, ja, hier von dieser Linie ein bisschen nach unten, hier kommt ein bisschen so kleine Abrundung und dann ziehen wir links und rechts diese Spitzen von Blätter, ja. Und damit die Blüte auch noch lebendiger wird, wir haben jetzt hier so gerade Strichen gemacht, aber wir wissen, die Blätter wachsen nicht gerade. Hier bleibt das so, aber hier brauchen wir ein bisschen Wölbung, ja. So werden wir das auch wenn wir das anmalen, werden wir die Striche auch so ziehen, ja? Und hier unten auch, das ist nicht so ganz gerade, das ist so ein bisschen Drehung drin, ja? Und da komme ich, die Spitze mache ich auch zum Drehung, ändere ich das ein bisschen. Jetzt radieren wir alle Hilfslinien weg und ihr werdet sehen, dann haben wir schon unsere Zeichnung fertig und dann kommen wir zu der Mitte von Orchidee. Ja? So, das ist jetzt unsere Zeichnung. Und ich empfehle immer, wenn wir was wegradieren, dass wir das nicht mit der Hand einfach so wegschieben, sondern nehmen wir ein Tuch oder eine Küchenrolle, Papier, damit wir das, oder eine große Pinsel geht auch,
So, und dann radieren wir diese Hilfslinien auch weg. Und ihr seht, wir haben schon eine Blüte fertig. Und da fehlt nur noch die Mitte. Und wir haben das hier schon so als leichter Kreis eingeordnet. Und wie geht das weiter? In die Mitte haben wir so wie da, wo wir Zentrum von der Blüte hatten, aus diesem Zentrum wächst so eine kleine, naja, so Knospe nach oben sozusagen. Ja. Und unten ist sie ein bisschen schmaler. Das ist so, in die Mitte hat man so die Mitte von dieser Blume, wenn man von der Seite einschaut, die kommt so ein bisschen so nach vorne. Ja, aber hier zeichnen wir frontal, deswegen liegt das einfach so in der Mitte. Und dann sehen wir praktisch hier unten, so an diese Linie lang sozusagen, zwei, ich benenne das, das sieht auch so wie Zunge, ja. Das sind so zwei Spitzen, so, und die gehen so leicht nach unten. Und dann umranden sie diese Mitte so mit zwei Blättern, das ist so wie Flügelchen, ja. Die gehen dann so, also wie eine Klappe, kann man sagen. Und das machen wir hier auch so, dass das hier nach oben, von oben nach unten. So, ja. Und dann haben wir hier diese zwei Blätter, die dann auch oben ein bisschen schmaler und ein bisschen in die Mitte ein bisschen breiter und unten auch wieder schmaler sind. Da geht es dann so und auf andere Seite auch so. Das ist diese Mitte von Orchidee. Dann radieren wir natürlich die Linien weg, damit wir die Mitte sehen. So. Und so haben wir praktisch die Mitte schon fast geschafft. Da gibt es nur noch eine Sache. Diese Zunge, die geht raus praktisch so nach vorne. Und da machen wir nur, dass es hier unten entstehen, auch so links und rechts sind das auch so wie Flügelchen. So wie Sternchen, ja. Und hier geht diese Zunge sozusagen, das ist hier, machen wir so leichte Drehung, damit wir das sehen. Dann kommen diese zwei Zungen nach vorne. Das ist jetzt hier gefühlt ein bisschen klein, habe ich das gezeichnet, aber wir bleiben so. Das ist fast die Originalgröße. Hier in die Mitte das wegradieren, ja, damit wir diese Tiefe schaffen. Und so kommt das dann eine Drehung. Und der geht auch in zweite, der öffnet sich auch sozusagen eine. Und das ist der zweite. Das, ich benenne das so als Zunge. So, ja. Und so haben wir unsere Orchidee. Ja, die zwei Blätter, das ist so die wichtigste in Orchidee, das ist diese Mitte, ja, die ist auch sehr interessant gebaut und ich sage immer, das ist so wie eine Umrandung von diesen, ja, und wichtig ist, dass wir hier, die liegt ganz oben, ja, so die zwei und dann radieren wir, machen wir die Hilfslinien, radieren wir weg und so haben wir schon unsere Blume fertig und dann gehen wir weiter zu der nächsten Blume. Das wird ein bisschen von einer Seite einfacher mit der Mitte, von anderer Seite ein bisschen komplizierter wegen der Drehung, aber wir schaffen das. Wir haben das gesagt, wir machen wie gesagt drei Blüten und hier machen wir dann so ein Oval. So, und die Blüte dreht sich, dann machen wir dann hier so die Drehung, ja. Und hier geht es dann in die Mitte wieder der Kreuz. Hier machen wir die Striche nicht gerade, sondern wir ziehen das von oben nach unten und hier in die Mitte, das ist so wie ein Oval, ja. Und sonst die gleiche Spielchen, wir gehen auch wieder von der Mitte. Wir machen auch unsere Mercedes-Zeichen, das ist praktisch hier und da.
Und wie ihr seht, ich mache jetzt nicht gerade Striche, so es wäre gerade, sondern schon so gedrehte, ja, dass die Blätter sich so ein bisschen drehen. Und das wird einfacher dann zu zeichnen. So, und dann wieder schmal und hier ein bisschen breiter, nach oben wieder ein bisschen schmaler. Und hier müssen wir Folgendes machen, da kommt so eine Perspektive gesetzt. Diese Seite ist ein bisschen schmaler und diese Seite ist ein bisschen breiter, optisch. Das ist nur optisch und das Blatt geht so ein bisschen nach hinten, weil wir sehen einfach von dieser Seite ein bisschen weniger und von dieser Seite ein bisschen mehr. So, und hier praktisch machen wir so das Blatt. Das ist so das vordere Blatt, ja. Und das ist das hintere Blatt und alles, wie ihr seht, kommt so wieder aus der Mitte. So. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Das ist jetzt die Mitte gezeichnet und dieses Kreis, der wird auch hier da sein. Ja, das ist immer den gleichen Prinzip. Wir drehen das nur so ein bisschen und das ist jetzt hier auch nicht so ganz kreis, das ist so ein bisschen oval, das ist so ein bisschen gedreht auch. Das. So. Und dann kommen diese zwei große Blätter wie bei Schmetterling, das ist wieder, wir machen, hier haben wir die Linien so gemacht, hier in die Mitte und ihr seht, dass sie so ein bisschen nach unten gegangen. Wir brauchen natürlich unsere Blätter so in die Mitte, dann machen wir hier einen Strich und dieser Strich war richtig, da ein Strich und dann machen wir das wieder, das gleiche, das geht so hier, untere Blatt so ein bisschen in die Breite. Und dann Abrundung und hier so wie Schmetterling. Und hier ist das Blatt viel, viel kürzer als dieses. Wir gehen nur bis zu dieser Linie, weil das Blatt dreht sich so ein bisschen da an die Seite. Ja? Kiezlinien können wir dann, wenn wir gezeichnet haben, gleich wegradieren. Und hier kommt wieder das gleiche Spielchen aus der Mitte, Stich nach oben, Strich nach unten. Das ist so wie ein Dreieck. Und dann Abrundung. Und hier versteckt sich dieses Blatt hinter diese Blüte. Diese Blüte ist vorne. Dann machen wir das einfach hier, die Ecken, ein bisschen genauer. So, und hier geht das nach hinten. So, dann radieren wir das weg wieder, die Hilfslinien. Und so ist unsere zweite Blüte auch schon fertig, außer die Mitte. Ja, und wie ihr seht, die Orchideen haben diese Struktur, so ein bisschen Sternchen, damit man das noch mehr besser sieht. Mache ich die Seiten weg, weil jede Blüte, ich liebe Blüten malen und jede Blüte hat so einen Charakter, jede Blüte hat so eine Struktur und ihr könntet das bei meinem, einem der ersten Videos bei den Magnolien sehen, wie die Magnolie aufgebaut ist. Das ist auch so eine sehr faszinierende Blüte, die mag ich sehr und jetzt in dieser Zeit. Es blühtet auch überall da draußen und da kann man das von Natur auch ganz gut abfotografieren und dann von der Natur abzeichnen. So, und jetzt schauen Sie mal, jetzt haben wir so unsere Drehung zu der Seite. Hier war dieses, dieses gehobene Schwänzchen oder so, die war so in die Mitte. Und hier haben wir Drehung, die wächst dann aus der Seite. Und hier sehen wir, dass sie so ein bisschen zu der Seite kommt und am Ende hat sie auch so kleine Abrundung. Ja, das ist so. Dann geht sie weiter nach unten und in die Mitte haben wir wieder so diese zwei, so wie Zungen. Die sind dann hier unten und das ist jetzt hier auch so ein bisschen gedreht. Das ist die Bewegung geht so wie kleines Bogen. Und da haben wir diese zwei, eine links und eine rechts, zwei kleine, ja, so ein Herzchen kann man sagen,
Und jetzt wieder zwei Blätter umranden das, sozusagen von diesen Herzchen geht ein Blatt nach links und ein Blatt geht nach rechts. Ja, das ist dann, und dann haben wir die Blätter hier auch so. Dieses Blatt sehen wir so ein bisschen mehr von diesem Blatt, weil das ist dann mehr zu uns. Das ist in der Mitte, hier ist breiter und dann da so ein bisschen schmaler. Die Hilfslinien, so dazwischen diese Linien können wir wegradieren. So, und die andere Seite sehen wir wirklich viel, viel weniger. Und das Blatt dreht sich da hinten und geht dann da so hier zurück. So haben wir diese Drehung schon geschafft. Und dann kommt diese Zunge hier noch mehr raus und wir sehen, hier hatten wir nur zwei Seiten gesehen und hier, wenn die Blume sich dreht, sehen wir noch ein bisschen mehr. Und da, wenn man das genau guckt, das ist auch so wie ein Herzchen, das ist so wie eine Plattform, kann man sagen. Die geht dann so und dann von der Mitte natürlich, dann geht diese Zunge, was wir das hier gemacht haben, hier geht es das nach rechts und hier geht es so ein bisschen nach links. Dann haben wir wieder diese zwei. Das eine geht nach links und eine geht nach rechts. Das ist so diese Zunge, die Orchidee ausmacht. Ja? So, ich muss noch ein bisschen mein Radiergummi sauber machen und dann kann ich das besser. So, ja, jetzt haben wir eine Blüte mit Drehung und wichtig natürlich, dass diese Seitenblätter, die so eine hier ist mit diesen Drehung, sehen wir ein bisschen mehr und dann haben wir diese Knospe sozusagen in die Mitte und dahinten das andere Blatt, ja. Das ist, wenn wir das mit Farbe machen, dann wird das auch noch mehr, bisschen genauer sozusagen zu sehen. So, und wichtig, dass die zwei Blätter praktisch, das sehen wir, das ist das Blatt unten, ja, und diese zwei Blätter bei Orchideen, die sehen, die sind immer vorne. Das ist die Orchideenstruktur. So, dann gehen wir weiter zu dem letzten Blatt sozusagen, das ist jetzt noch eine Blüte. Wie gesagt, ihr könnt auch noch mehr machen. Wie gesagt, fast jeder hat zu Hause eine Orchidee und dann mir geht es heute nur um die Zeichnung, um die Drehung, wie kann ich von Kreis zu Oval zu noch kleineren Oval gehen, wie kann ich mit dieser Perspektive arbeiten und der Stiel, der geht natürlich weiter, ja, die Blüten sind auf diesem Stiel sozusagen, die haben auch so kleine Stielen und hier an dieser Blüte sehen wir das so ein bisschen, dass das so vom Stiel hier ist das dann so, zeichnen wir so ein bisschen, der Stiel geht so zu der Mitte von Orchidee, ja, das ist dann, zeichnen wir auch, das ist dieses, das ist die Mitte, nee, muss noch ein bisschen höher, wie finde ich Mitte, unten und oben muss dann gleich in Abstand sein, so, das heißt, dass dieser Stiel, da sollte von hier so ein bisschen da zu der Mitte kommen. So. Nochmal. Das ist unsere Mitte. Das ist praktisch von der Mitte und dann zu dem Stiel. Der wächst dann so ein bisschen so. Ja. Das ist praktisch wie. Das ist so dieser Stiel und hier geht es dann so praktisch den Stiel von Orchidee weiter. Ja? Das ist einmal zu verstehen, deswegen habe ich diese Drehung auch nochmal genommen.
Wir haben so Hauptstiel und dann an kleinen Stielen, die sind da hinten, die sehen wir nicht. Dann sind diese Blümchen sozusagen, die kommen von dem Stiel ein bisschen nach außen. Wenn hier zum Beispiel eine zur Seite gesehen hätte, dann hätten wir hier so ein Stiel und dann da eine Blüte. Ja? Könnte man so sagen. Das machen wir nicht, aber so zum Verstehen. Ja, wie zeichne ich jetzt hier weiter? Die Blüte ist jetzt richtig zur Seite gedreht, ja? Und wenn die Blüte so zur Seite gedreht ist, dann haben wir auch diesen Stiel gesehen. Und wichtig ist, dass wir verstehen, dass dieser Stiel kommt wirklich zu diesem Punkt. Das ist da, wo wir in die Mitte Punkt haben. Da ist dieser Stiel kommt zu der Blüte. Und hier geht es folgendes. Die Blüte ist gedreht. Wir sehen dieses Blatt fast kaum. Wir machen eine Linie, die ein bisschen nach vorne geht und dann so sich ein bisschen nach hinten versteckt. Und dann haben wir zwei Blätter. Hier eine links und da eine rechts. Da werden hier zwei Blätter sein. Und dann hier kommen dann so praktisch, dieses Blatt wird noch mehr gedreht. Und die Mitte, dann sehen wir dann nur Seiten. Das ist sozusagen, das ist ein Fass, das ist der Vordereinsicht. Und hier sehen wir nur Profil, dann sehen wir das nur von der Seite. Und hier geht es folgenden, das ist der Stiel. Wir haben hier, dann wird das hier sozusagen die Mitte, die wird sich dann hier so ein bisschen drehen, ja. Das ist nur so zu verstehen, ja. So, dann haben wir dieses Blatt, habe ich schon gesagt, dann sehen wir denn fast kaum, das ist nur so eine schmale Streifen, ja, so. Wir sehen, wie das Blatt sich so dreht. Ja, das ist ganz eine schöne Studie, wenn man so wollte. Und dann sehen wir hier die Drehung von diesem Blatt. Dann ist das auch hier noch mehr so. Ja. Und dann haben wir ein Blatt dahinten, der geht mit dem Drehung. Wie ihr seht, optisch werden die Blätter, so kann man so sagen, ein bisschen schmaler. Aber es ist die Perspektive, anderes kann gar nicht sein. Und dann machen wir diese zwei große Blätter, da ist die gleiche Spielchen, die kommen auf diese Blätter sozusagen obendrauf. Ja? Und die werden auch gedreht, das heißt, dass wir hier praktisch nur so eine Seite sehen, ja? Das ist dann hier das gedrehte Blatt, der geht dann so nach vorne so ein bisschen, ja? Und dann sollten wir das jetzt hier leider die ganze innere Welt wegradieren. Jetzt hoffentlich habt ihr das alles verstanden. Ja, und es geht jetzt hier, damit die Blüte richtig gezeichnet ist, so, und dann kommt das andere Blatt auf andere Seite, das ist auch diese mittlere Linien sind auch wichtig zu verstehen, das geht dann so breit und hier bleibt das praktisch so breit, ja, so, dann radiere ich das auch. Die Hilfslinien, damit wir verstehen, wie die Blüte gebaut ist. So. Und so sehen wir, dass unsere Orchidee jetzt sich richtig so dreht, ja, von oben nach links, nach rechts. Und dann machen wir, zeichnen wir nun die Mitte, die Hilfslinien radiere ich weg. Und es ist immer einfacher, wenn ihr Blumen zeichnet, mit diesen Kreisen, mit der Komposition zu anfangen und dann, wie ich das jetzt gezeigt habe, immer wieder weiter ins Detail gehen. So, hier haben wir diese Seitensicht von dieser ja, geheimnisvollen Orchidee.
Und der Seitenblatt sieht so aus, dass es hier geht praktisch dieses Stiel, das geht das zu der Mitte von dem Stiel und dann dieses Stiel praktisch, der geht weiter in diese kleine Dings, ja, in die Mitte. Und hier sehen wir das nicht, wir sehen jetzt nur zwei Blätter links und rechts. Und diese Mitte, die ist ein wenig nach unten geschoben, ja. Hier sieht man das auch, ja, das ist nicht in die Mitte, sondern das ist immer, das ist auch ganz wichtig bei Orchidee, dass das ein wenig nach unten geschoben ist, ja. So, dann haben wir hier ein Blatt. Und auf andere Seite, der ist hier auch so ein bisschen gedreht. Und dann sehen wir da noch ein zweites Blatt. So, hier ist praktisch, das ist so unser Stiel und von da kommt diese Zunge. Ja, nicht vergessen, die geht hier, sieht das auch ganz, ganz gut aus, dass das so zur Seite geht. Und so. Ja, ich brauche dünnere Stift. Hier so ein bisschen Schmiererei. Spitze kurz Stift an. So, und das ist dann hier eine Spitze, die andere. Und die geht dann unten rein. Und dann haben wir links und rechts auch so, das haben wir hier gesehen, so diese Flügelchen. Und die sind dann hier auch, die gehen dann da, das ist hier so wie eine Plattform, kann man sagen, das ist so wie ein Herzchen. Und hier zum Beispiel, das ist hier auch ein wenig gedreht, genauso wie dieses Blatt, ja. Das ist dann hier eine Drehung und wie gesagt, ich habe das Gefühl, der Format ein bisschen zu klein für Erklärung ausgesucht, aber das kriegen wir hin. So geht es dann weiter. Und da hinten haben wir praktisch das zweite Blatt. Der geht dann so. Ja. So. Zack. Ich muss jetzt hier noch kurz korrigieren. So, das Blatt. Hier sehe ich gerade, sollte das Blatt auch ein wenig größer sein. Das war das ein bisschen zu klein. Und jetzt ist unsere Zeichnung fertig. So, ich könnte das alles schon so für morgen vorbereiten, weil ich denke, ich wollte eigentlich das mit Aquarellstiften anmale. Ja, aber ich denke, für die Orchidee würden wir das mit Aquarellfarben anmalen. Habe ich jetzt spontan entschieden, weil ich denke, da haben wir einfach mehr Möglichkeiten, diese ganze Mitten zu sehen, zu machen, zu zeichnen. Hier geht der Stiel runter. Wie gesagt, wenn er wollt, könnt ihr auch noch einen Stiel machen, der vielleicht zur anderen Seite geht, ja, weil das ist ganz oft, dass wir bei der Orchidee mehrere Stielen haben, dann entsteht auch so schöne Komposition. Und Orchidee hat auch sehr interessante Blätter, dann wird man natürlich das hier nicht sehen und sie hat auch solche Luftwurzeln und da könnte man auch von unten, damit die Komposition einfach schöner aussieht, ein paar Luftwurzeln machen, ja, wenn er wollt, ja. Ich würde sagen, so minimalistisch ist das ganz schön. Wenn man wollte, könnte man das hier auch so eindeuten, dass da das Blatt von Orchidee kommt, einfach so, damit die Komposition ein bisschen interessanter wird, ja.
So. Und wir werden dann, wie gesagt, morgen mit Aquarellfarben das Ganze ausmalen. Wie kann ich anfangen? Und da werdet ihr Aquarellfarben, dünne Pinsel gebrauchen. Wir haben in unserem Set so unsere Pinsel, das ist die Nummer. Das ist jetzt falsch. Ich würde sagen, das ist die Nummer 4, ja. So wird das uns so die Nummer 4 Pinsel. Wenn ihr auch dünnere habt, könnte man dann auch Nummer 2 dazu nehmen. Und das werden wir dann morgen alles Schritt für Schritt einmalen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Genießen Sie den Osternferien noch. Und wir sehen uns dann morgen mit Teil 2, Orchidee mit Aquarellfarben ausmalen. Wenn es euch meine Video gefallen hat, dann abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, folgen Sie mich bei den Instagram und Facebook Dara Kunstschule, schreiben Sie, welche Themen würden euch interessieren und ich bin auch gespannt auf eure Fragen und auf eure Bilder. Also viel Spaß beim Malen und alles Liebe, eure Dara.